Stadt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Hallo Leute, heute entführe ich euch mal wieder in östliche Gefilde, auf eine Reichsbahn-Spurensuche. In diversen Videos habe ich mich mit der Bahn rund um Falkenberg, dem Knoten Elsterwerda oder der Horka-Schiene beschäftigt und so an den Raum Dresden herangepirscht. Dort ist in den letzten 30 Jahren viel passiert und es gibt in der sächsischen Landeshauptstadt nur noch eine Strecke, an der die Zeit weitgehend spurlos vorübergezogen ist. Was verwundert, da es sich um eine bedeutende und entsprechend stark belastete handelt. Ziel unseres Ausflugs ist die Verbindung von Coswig bzw. der Abzweigstelle Radebeul AZ über Kossebaude und Friedrichstadt nach Dresden Hauptbahnhof, die unverändert reichlich reichsbahnig daherkommt und somit ein Alleinstellungsmerkmal in der ansonsten ziemlich modernen Dresdner Eisenbahnlandschaft besitzt. Gönnen wir uns zum Auftakt einen Blick auf die Karte und in die Vergangenheit. Elbflorenz erhielt seinen Schienenanschluss 1838 mit Deutschlands erster Fernbahn, errichtet und betrieben von der Leipzig-Dresdner Eisenbahnkompanie. Sie verlief ab Riesa rechtselbisch via Coswig und Radebeul zum Leipziger Bahnhof im Bereich des heutigen Güterbahnhofs Neustadt. Nach Fertigstellung der Marienbrücke 1852 konnten die Züge über den Fluss die Altstadt und damit das Herz Dresdens ansteuern. Eine direkte Schienenverbindung zwischen Berlin und Dresden existierte zu jener Zeit noch nicht. Erst 1875 eröffnete die Berlin-Dresdner Eisenbahngesellschaft ihre Magistrale über Elsterwerda. Leipziger und Berliner Bahn näherten sich einander bei Niederau auf weniger als 200 Meter, waren allerdings nirgendwo verknüpft. Selbst am Kreuzungspunkt bei Coswig existierte keine Möglichkeit zum Streckenwechsel. Die Leipziger Züge waren auf die Trasse via Radebeul und Marienbrücke festgenagelt, während die Berliner in Niederwartha die Elbe querten und über Kossebaude ihre Endstation erreichten, die in etwa dort lag, wo sich inzwischen der Bahnhof Friedrichstadt ausbreitet. Nach Verstaatlichung der Leipziger Strecke 1876 und der Berliner Bahn 1887 kam Bewegung in die Weiterentwicklung der Eisenbahninfrastruktur rund um Dresden. 1894 entstanden östlich von Coswig zwei Verbindungskurven, sodass Leipziger Züge auf die Kossebauda und Berliner Züge zur Radebeuler Strecke gelangen konnten. Gleichzeitig startete der Umbau des böhmischen Bahnhofs zum neuen Dresdner Hauptbahnhof, der 1898 fertiggestellt war und den Berliner Bahnhof ersetzte. Die Aufgaben des Leipziger Bahnhofs übernahm 1901 der Bahnhof Neustadt. Weil am Standort des vormaligen Berliner Bahnhofs der Rangierbahnhof Friedrichstadt errichtet wurde, war die neue Rollenverteilung der rechts- und linkselbischen Strecken festgeschrieben. Der Güterverkehr nutzt bevorzugt die Kossebauda-Schiene, der Fernverkehr und ein Großteil des Regionalverkehrs rollen über Radebeul und Neustadt durch dichter besiedeltes Gebiet mit entsprechend hohem Fahrgastaufkommen. Nach diesem Blick in die Frühzeit der Dresdner Eisenbahn kehren wir in die Gegenwart zurück. Unsere Erkundungstour beginnt in Coswig. Gleisanlagen und Bahnsteige sind modernisiert, die Signaltechnik aus DDR-Zeiten blieb jedoch erhalten. Das GS2-Relaisstellwerk von 1969 erfreut sich bester Gesundheit. Sein Überleben bis heute verwundert, wenn man bedenkt, dass Coswig mit 250 bis 300 Zügen pro Tag zu den am stärksten belasteten Knoten der Gegend zählt und fast alle Strecken im Raum Dresden seit langem mit elektronischen Stellwerken ausgerüstet sind. In Coswig sind vorrangig rote Regionalzüge zu bewundern. Im Halbstundentakt die S-Bahn-Linie 1 von Meißen-Triebischtal nach Bad Schandau bzw. Schönau. Irgendwann vielleicht mal wieder mit Berufsverkehrsverstärkern nach Pirna ergänzt, die momentan wegen Lokführermangels ausfallen. Stündlich der chronisch überfüllte RE50 Saxonia Express Leipzig-Riesa-Dresden, jeweils zweistündlich der RE15 Hoyerswerda-Ruhland-Dresden
der RE18 Cottbus-Wuhland Dresden und die RB31 Elsterwerda-Biela Dresden. Letztere ist zwischen Coswig und Dresden zum Stundentakt verdichtet und die einzige Linie, die uns auf unserem Ausflug begleiten wird. Dem kleinen ICE und seinen Brüdern begegnet man in Coswig eher selten. Seit Inbetriebnahme der Verbindungsspange Leckwitz-Kottewitz 2010 wird der Leipziger Fernverkehr bereits weiter nördlich auf die Berliner Bahn geleitet. Dank des Verfahrens Umleiten unter erleichterten Bedingungen können alle Züge bei Bedarf freizügig zwischen sämtlichen hier erwähnten Strecken wechseln. Die Entscheidung, welche Route ein Zug ab Coswig nimmt, muss mit einer Ausnahme westlich der Bahnsteige fallen, denn nur Gleis 4 bietet die Chance zur Fahrt nach Radebeul und Kossebaude. Die Gleise 1 bis 3 dienen lediglich dem Verkehr von und nach Radebeul. Aus Gleis 5 und den bahnsteiglosen Gütergleisen geht's bloß über Kossebaude nach Dresden. Das ist die Situation im Coswiger Ostkopf. Der Zug aus Schöna kommt in den S-Bahn-Gleisen des Weges, während im Hintergrund ein ICE die Verbindungskurve zwischen den Abzweigstellen Radebeul Nord und AZ, Abzweigung Zitschewig, befährt und von der Leipziger auf die Berliner Strecke wechselt. In Gegenrichtung schweift der Blick über die weitläufigen Gleisanlagen und einen in Richtung Kossebaude abbiegenden Containerzug. Noch einmal um 180 Grad gedreht und wir blicken einer auf der Kurve von Coswig zur Berliner Bahn entschwindenden RB31 hinterher. Bevor wir uns ganz der Kossebauder Schiene widmen, schauen wir uns den umgekrempelten Bereich um den Haltepunkt Zitschewig an. Seit 2016 sind S- und Fernbahn zwischen Coswig und Dresden vollständig getrennt und auf 4 Gleisen kann ordentlich Betrieb gemacht werden. Einziger Stolperstein von Coswig bis Radebeul Nord ist die Leipziger Strecke eingleisig. Züge aus Dresden müssen entweder den Fahrweg des von AZ kommenden Gegenverkehrs kreuzen oder die S-Bahn-Gleise nutzen, was mitunter ebenfalls Konflikte birgt. Konflikt ist das Stichwort, denn endlich springen wir auf die Berliner Strecke. In eben diese mündet die Kurve von Coswig an der Abzweigstelle nebst Haltepunkt Radebeul-Nauendorf höhengleich ein, womit sich Fahrten der Relationen Berlin-Dresden und Dresden-Coswig ausschließen. Hier der Blick gen Norden. Links geht's mit Tempo 60 nach Coswig. Das rechte Gleispaar führt zum Abzweig AZ und dient planmäßig nur dem Güterverkehr. Das Stellwerk der Bauform GS3 SP68 ging 1992 ans Netz. Neben den 6 Weichen und dem Kreuz in Nauendorf hatte der Fahrdienstleiter ursprünglich auch den Abzweig AZ auf dem Tisch, der seit dem 3. Mai 2020 um 14 Uhr am ESTW Radebeul Nord hängt. In Sichtweite von Nauendorf liegt die Elbbrücke Niederwartha. Das 354 Meter lange Bauwerk wurde 1983 fertiggestellt und ersetzte den Vorgänger, der am 8. Mai 1945, Sekunden vor Ende des Zweiten Weltkriegs, beim Rückzug deutscher Truppen schwer beschädigt und danach fast 40 Jahre lang eingleisig betrieben wurde. Der 77 Meter hohe Pylon ist Teil der 2011 eröffneten parallelen Straßenbrücke. Der aus 2 Außenbahnsteigen bestehende Haltepunkt des bereits zu Dresden gehörenden Niederwartha liegt unmittelbar südlich des Flusses. Er zählt, wie auch Nauendorf und weitere Stationen, denen wir gleich noch begegnen werden, nicht zur Grundausstattung der Strecke Berlin-Dresden, sondern ging erst 1881 in Betrieb. Hinter Niederwartha erhebt sich linker Hand das 1929 erbaute und 2023 stillgelegte Pumpspeicherwerk, das einst einen Gleisanschluss besaß. Unsere Strecke verläuft zwischen Elbhang und dem sich über 45 Hektar erstreckenden 2,5 Milliarden Liter fassenden Unterbecken des Kraftwerks und erreicht den Bahnhof Kossebaude. Dieser besteht nach umfassenden Rationalisierungsaktionen aus den beiden durchgehenden Haupt- und 2 Überholungsgleisen sowie einem per Tunnel zugänglichen Mittelbahnsteig. Das Empfangsgebäude ist verlassen und verbreitet einen desolaten Eindruck. Nebengleise existieren nicht mehr. Das eine oder andere Relikt findet sich auf angrenzenden Firmengeländen.
Bis 2016 gab es in Kossebaude zwei elektromechanische Stellwerke. Ihre Aufgaben übernahm ein GS2, dessen Bedienung aus dem östlich gelegenen B1 erfolgt, während sein Gegenstück im Westkopf, das ehemalige W2, Bekanntschaft mit dem Abrissbagger machte. Die Attraktion Kossebaudes ist der Bahnübergang Grüner Weg in der Ausfahrt Richtung Friedrichstadt. Eine vierschlägige Schrankenanlage mit Dresdner Winde und deutschen demokratischen Blinklichtern. Diese sollten eigentlich längst verschwunden sein. Und hier sieht man auch den Grund. Der Kurierfahrer fasst das Rotlicht nicht als ultimative Aufforderung zum Halten auf, sondern bloß als netten Hinweis, dass ihm hier eine Schranke aufs Dach knallen könnte. Woher soll er es auch besser wissen? Direkt vor den östlichen Einfahrsignalen Kossebaudes liegt der Haltepunkt Stetsch mit originaler DDR-Beleuchtung. Die 1881 eingeweihte Betriebsstelle mit zwei Außenbahnsteigen dürfte keinen Fotografen hinter dem Ofen hervorlocken. Aber immerhin gibt's einen hübschen BÜ in der Straße am Urnenfeld, der unermüdlich vor sich hin blinkt und noch längst kein Fall für den Friedhof ist. 500 Meter entfernt arbeitet eine weitere baugleiche Anlage und schützt rund 150 Züge täglich vor Automobilisten und sonstigen Straßenverkehrsteilnehmern. Trotz dieser alles andere als exorbitanten Zugzahl sind hier des Öfteren Staueffekte auf den Gleisen zu beobachten, weil es auf der freien Strecke keine Blockteilung gibt und besonders die haltenden Regionalbahnen die Zugfolgeabschnitte lange belegen. Eine Foto- oder Filmtour gleicht indes meist einer Wundertüte. In der einen Stunde rollt es im Abstand, in der anderen fährt zwischen den Reisezügen überhaupt nichts und am nächsten Tag zur selben Zeit ist es genau umgekehrt. Die Haltepunkte folgen dicht an dicht, weshalb es zu verschmerzen ist, dass die Höchstgeschwindigkeit schlappe 100 km/h beträgt. 1,5 Kilometer hinter Stetsch erreichen wir Chemnitz. Mit K statt CH. Der begrünte Mittelbahnsteig verkriecht sich im Schatten der mächtigen Brücken von Autobahn 4 und Bundesstraße 6. Bei meinen Recherchen war ich der einzige Reisende, der auf dieser 1876 erstmals urkundlich erwähnten Vorortstation den Zug verließ oder bestieg, was darauf zurückzuführen sein mag, dass die im 10-Minuten-Takt nebenher verkehrende Buslinie attraktiver ist als die stündlich fahrende Regionalbahn. Am östlichen Ende des Chemnitzer Bahnsteigs erwarten uns die Einfahrvorsignale von Friedrichstadt. Die Gleise gehen auf Tuchfühlung mit der Elbe und führen unter den wachsamen Blicken der Briesnitzer Kirche nach Kotta. Einst Haltepunkt und Abzweigstelle, jetzt Bahnhofsteil von Friedrichstadt mit zwei Außenbahnsteigen und einer Weiche, an der das vom Rangierbahnhof kommende Gleis in die Hauptstrecke einfädelt. Das frühere Empfangsgebäude dicht beim Elbufer steht vernagelt da. Sein Gegenüber auf der Südseite wurde im Dezember 2023 abgerissen. In den kommenden Jahren ist eine umfassende Modernisierung der Anlagen, vermutlich die erste seit Eröffnung 1881, geplant, deren Herzstück eine neue Brücke über die Hamburger Straße bilden soll. Direkt neben den Bahnsteigen liegen, hinter Bäumen versteckt und für den Ortsfremden nicht erkennbar, die Ausläufer des Rangierbahnhofs Friedrichstadt. Seit 1891 erhebt sich hier ein mächtiger Damm, auf dem bis 2009 Güterwagen über den Ablaufberg rollten. Vor dem Zweiten Weltkrieg kam dafür eine Seilablaufanlage zum Einsatz, deren Antriebshaus als westlicher Außenposten des RBF über Kotta thronte. 1 Kilometer weiter östlich sind die umfangreichen, vielfach jedoch verwaisten Gleisanlagen kaum mehr zu übersehen. Mit dem Zusammenbruch des Einzelwagenverkehrs hat Friedrichstadt erheblich an Relevanz eingebüßt, besitzt allerdings noch eine gewisse Bedeutung für den Lok- und Personalwechsel sowie das Abstellen von Fahrzeugen. 2005 nahm ein Containerterminal den Betrieb auf, auch der niedliche Alberthafen ist von hier per Schiene erreichbar. Über das Geschehen wachen die Gleisbildstellwerke W1 und B2 sowie ihre elektromechanischen Helferlein W3, 4, 5 und 6. Am Nordrand liegt der Personenbahnhof mit einem Mittelbahnsteig zwischen den durchgehenden Hauptgleisen.
Dort, wo sich der Nahverkehrszug von Dresden nähert, befand sich ursprünglich der Berliner Bahnhof. An ihn erinnert lediglich der Kilometrierungsnullpunkt der Strecke. Im Hintergrund ragen die Kirchtürme und sonstige Hochbauten der Dresdner Altstadt in den Himmel und wir nehmen die letzten Meter unserer Reise in Angriff. Über das Gleisdreieck hinter Friedrichstadt können die Züge nordwärts nach Neustadt oder gen Süden zum Hauptbahnhof fahren. Die Regionalbahn und fast der gesamte Güterverkehr wählen letztgenannten Weg. Wir lassen die alte Leit- und Sicherungstechnik hinter uns, denn in der Dresdner City haben von 2000 bis 2008 schrittweise elektronische Stellwerke das Kommando übernommen. Die gesamte Eisenbahninfrastruktur von Neustadt Güter- und Personenbahnhof über Mitte und Freiberger Straße bis einschließlich Hauptbahnhof und Altstadt bildet einen großen Bahnhof namens Dresden. Alle genannten Betriebsstellen fungieren als Bahnhofsteile. Die Situation ist dermaßen beengt, dass die Friedrichstädter Einfahrsignale innerhalb des Großbahnhofs Dresden unmittelbar hinter den Weichen angeordnet sind, über die die Kosse-Bauder-Strecke aus den Güterzuggleisen ausfädelt, womit die seltene Konstellation entsteht, dass sich Gleisabschnitte zweier Bahnhöfe überlagern. Und so erreichen wir in der Abendsonne den Bahnhof Dresden, Bahnhofsteil, Hauptbahnhof. Die Kosse-Bauder-Züge enden normalerweise in den hochliegenden Gleisen 1 bis 3 der südlichen Halle, die sie sich mit dem überschaubaren Fernverkehr teilen. Die Gleise 12 bis 14 der Nordhalle dienen in erster Linie dem S-Bahn-Verkehr und aktuell auch dem Trilex nach Görlitz und Zittau sowie weiter nach Polen und Tschechien. Auf den Kopfgleisen 5 bis 11 im Mittelschiff starten die übrigen Züge in die weite Welt. Die Mitteldeutsche Regiobahn nach Chemnitz, Zwickau und Hof, der Saxonia nach Leipzig und die S-Bahnen nach Freiberg und Kamenz. Aber das wollen wir an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, denn Dresden Hauptbahnhof bietet Stoff für einen eigenen Film, den ich euch hiermit aber ausdrücklich nicht ankündige, geschweige denn verspreche. Unser Ausflug auf die linkselbische Strecke zwischen Coswig und Dresden ist beendet. Noch gibt sie sich recht altertümlich und das wird in den nächsten Wochen oder Monaten auch so bleiben. Schaut dennoch einfach mal vorbei, wenn es euch eines Tages ins schöne Dresden verschlägt.